Willkommen zurück zu Final Fantasy VII im Finale in der Don Corneo Arena. Ich meine, die Arena, die es nicht gibt, es gibt keinen Fight Club. Meinen größten Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale, seid ihr bereit? Wir sind bereit geboren. Ich hab auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Verehrtes Publikum, wir haben sie lange genug auf die Folter gespannt. Der Corneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen, das können sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern. Ja! Yeah! Als erstes, unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefegt hat. Das Pärchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Cloud und Jerish, die Champions der bezaubernden Madaben. Okay, wir machen das einfach wie bei Pokémon. Und zwar rollen wir uns erstmal hier durch die Gegend, bis der ATB-Balken voll ist. So, und jetzt. Au. Jetzt bin ich sauer. Oh, ich hätte vielleicht erstmal meine MP-Punkte auffüllen sollen. Nee, das ist natürlich nicht so geil. Aber wir haben 4 Elixiere. Oh, das lohnt sich für Cloud gerade sogar. Hat Spaß gemacht. Ab geht's. Nee. Okay, einmal kurz im Kreis laufen. Und jetzt Magie. Blitz auf das linke Patschehändchen von Sarah. Sarah. Geht doch. Und im Schock. Und Magie. Damit sollte Nummer 1 gleich fallen. Au. Oder ich falle. Tschüss. Nummer 1 haben wir besiegt. Weg hier, der explodiert doch. Sag ich doch. Da kommen gleich Raketen runter. Aufpassen. Und so, Magie. Blitzerer auf den Auslöscher. Und gib ihm. Yay! Und die Siegespose. Richtig gut. Wer hätte das gedacht? Der Gesamtsieg im Corneo Cup geht an. Ich war beim ersten Mal nicht so sicher, ob er das gemacht hat. Und jetzt habe ich bewusst darauf geachtet. Er macht die Siegespose. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Mach's gut. Na dann, werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt dein Team den, gehört das Preisgeld dir.
Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M. gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären. Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Oh, schade. Ich würde zu gerne wissen, was da ausgepiept war. Also dann, viel Glück. Füllt meine Taschen brav mit Geld. Na. Na denn. Wow. Freut mich sehr. Ich mache das hier schon echt lange. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Davon wird man sich noch lange erzählen. Schön, freut mich auch. Ah, Mensch, der Dude sitzt hier. Croissant hatte gesagt, ich habe hier Geld übersehen. Aber ich glaube, das kann ich mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr holen. Weil ich mir immer mit den Verlierern hätte unterhalten müssen, glaube ich, ne? Da habt ihr mir ja richtig was eingebrockt. No. Tja, viel Spaß beim Reparieren. Hättest uns lieber die Zustimmung geben sollen. Nee, hier ist sonst nichts weiter. Na denn, auf zum letzten Kampf. Wer klatscht denn da so doof? Ach so, er. Abgefahren, ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Na, alles bereit? Ach so, oh, ich dachte schon. Zusatzkampf antreten. Moment, noch ein bisschen. Nehmt euch ruhig Zeit, diese vielen Kämpfe müssen... Mir ist nämlich aufgefallen, das letzte Mal sind wir, glaube ich, auch nicht erholt. Ja, genau. Das war nämlich richtig blöd, weil wir hätten uns nämlich hier vorher noch erholen können. Und das machen wir auch nochmal. Und dann können wir gucken, ob wir hier nochmal ein Elixier kaufen können. Bei einfach mal so. Wobei wir wissen ja, wo man Elixiere ganz einfach erspielen kann. So, kaufen Gegenstände. Was haben wir denn hier? Megatrank, Äther. Keine Elixiere. Aber man kann hier nochmal schauen, ob es nicht irgendwas gibt, was wir vielleicht zufällig noch nicht haben. Natürlich auch mal interessant. Na gut, Talismane und so weiter, ist klar, dass wir davon nicht alle haben. Ne, alles gut. Dieses Ding interessiert mich gar nicht mehr. Dann wollen wir mal loslegen. Na, alles bereit? Los geht's. Bitte hin oder her, ihr habt einen neuen Fan gewonnen und ich bin sicher nicht der Einzige. Ihr schafft das schon. Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch war. Ist doch so, oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre. Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen, denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf. Am Start sind wieder alte Bekannte. Die Turbeltäubchen, die diese Arena im Sturm erobert haben. Laut und Kelly! Cloud, hast du später schon was vor? So cool, so süß! Cloud, du bist der Geilste!
Gegner kommt aus den tiefsten Tiefen unter dem Kolosseum. Ein Ungetüm wie aus den Feuern der Hölle. Und selbige ist dir sicher gleich los. Die geheimste Waffe des genialsten Dons. Begrüßen Sie mit uns das Höllenhaus! Ach super, das können wir aufknuspern, das ist sicherlich aus Lebkuchen. Tatsächlich sollte man es nicht unterschätzen. Ich kenne die Dinger noch aus den alten Final Fantasy-Teilen. Ein einfaches Haus? Das würde mich schwer wundern. Ein Haus, das einem Albtraum gleicht gegen das dynamische Duo. Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren! In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben. Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Aus Spannung werden sie von den Stühlen rutschen. Vorhang auf für das große Finale. Ring frei! Hui, ich bin hier weg. Nein, alles gut. Ich muss mal ein bisschen gucken, weil ich wusste nämlich ganz genau, der schießt mit Raketen um sich. Oder besser gesagt mit Wohnungseinrichtungen wie Quietscheentchen, Stühlen. Au, und das Ding kann springen, das ist ja lustig. Okay, trotzdem erstmal eine Analyse. Ich möchte mal wissen, was das sein soll. Ah, Eis ist wirksam, das ist schon mal gut. So, Don Corneos Geheimwaffe, ein Monster in Form eines Hauses. Niemand vermag es, mag zu sagen, wie es entstanden ist. Wenn es per Barrierenwechsel sein Element ändert, dann trifft es mit einem entgegengesetzten Element, um seinen Schockleiste schnell zu füllen. Okay. So. Eris. Oh, Eris hat Eis. Ra. Na dann. Bums und im Schock. Unglaublich. Das Höllenhaus ist doch tatsächlich regungslos. Und? Haben wir. Ne, wir haben kein Eis mit ihm. Das macht nicht. Ah, das ist jetzt wahrscheinlich der Barrierenwechsel. Warte. Das war aber ganz schön schnell vorbei. Nein, es fängt erst an. Au! Ich hab das Gefühl, ich wurde schon im Haus überrannt. Okay, wie dem auch sei, Cloud. Es wird mal Zeit, dass du mal ein bisschen Blitzschaden vergrößerst. Uppa! Richtig ausgewichen. So, Eris ist dran. Magi, Eisra. Ich hoffe, das funktioniert noch. Jetzt ist Tag der Hoffnung. Das Höllenhaus hat zum ersten Mal Besuch. Das im Inneren wohl für ein blutiges Bankett veranstaltet wird. Das gefällt mir gar nicht, was gerade abgeht. So, nebenbei ist die Beschwörung offen. Das ist perfekt für. Ah, Eris braucht erstmal. Na gut, dann wollen wir hier mal ein bisschen Magie wirken. Wenn das jetzt wirklich gerade der Wechsel war, dann sollte. Ja, okay, dann ist Feuer das Richtige. Und wenn Feuer das Richtige ist, dann wird es Zeit für Ifrit. Tja, hättest du mal vorhin reingeguckt, ich hab lieber schon gezeigt. Jetzt wird es richtig heiß in der Arena. Oh. Cloud hat jetzt mittlerweile noch die Esper-Fähigkeiten offen. Feuersbrunst aufs Höllenhaus. Na, das sah ja gut aus. Oh, ich kann es gerade nicht angreifen. Das heißt, wir lassen den Limit Break mal gewinnen. Moment. Limit Break.
Irgendwas ist da am rechten Arm. Ich würde mal sagen, das ist mein Ziel. Habe ich ihn getroffen? So, ich glaube, das ist durch die Barriere durch. Au. Nee, das war echt nicht schön. Cloud kann aber nochmal schnell eine Esper-Fähigkeit wirken. Aeris kann nochmal eben schnell Magie wirken, weil sie hat nämlich auch Vitra. Und kann mal einmal auf Cloud gehen und dann noch einmal Magie Vitra auf sich selbst. Wunderbar. Au! Hit? Aber egal. Ifrit macht das. Ifrit zündet gleich seine Ulti. Puff. Da kommt sie. Ja, fuck, das war doch reduziert. Nee. Wenn hier jemand wieder richtig geschickt rein. So, Magie. Unbesiegbarkeitsmodus. Moment, Aeris, die kommt da jetzt gerade durch. Nee. Ich hab genug. Limit Break. Jetzt wird abgerechnet. Unglaublicher Wechselspiel auf der Helfer, Offensive und Defensive. Ich glaube, ich muss wirklich schauen, dass ich hier Höllenhaus, dass ich den rechten Arm anvisiere. Das war's dann. Ach, damn it. Fütterungszeit für das Höllenhaus. Aeris hat gerade keine Magiepunkte. So, jetzt kann sie aber heilen. Einfach mal eben gewechselt. Wenn Cloud nicht angreifen kann, dann einfach mal die Charaktere wechseln. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, das ist immer dieser Barrieremodus. Und ich muss echt schauen. Die eiserne Verteidigung des Höllenhauses wird dem Pärchen wohl zum Verhängnis. Dass ich beispielsweise einen Impuls. Toll. Schön daneben gesprungen. Au. Der dafür umso besser. Ah. Jetzt ist aber wieder Feuer angesagt. Das heißt, jetzt. Sollte ich einmal mal den Mutangriff versuchen. Und jetzt ist wieder die Unbesiegbarkeit-Barriere. Moment. Ich versuche das nochmal. Wo hüpft der denn da rum? Eisbomber? 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 Okay. Das ist wirklich der Gegenteil-Tag. Schluss! Aus! Losverkauf! Stühle zum halben Preis! Und? Ah, jetzt hat er wieder den Unbesiegbarkeit-Modus. Ein absolut unvorhersehbarer Zug. Wie werden Cloud und Aeris auf diesen hölzernen Niederschlag. So, sehr schön. Wir müssen hier schauen, dass wir gegebenenfalls. Mann, diese Aeris ist schon hübsch anzusehen. Diese Barriere irgendwie. Genau, ich wollte mal eigentlich Fertigkeit nochmal Analysen nehmen. So. Höllenhaus. Wir bleiben dabei. Wirksamkeit, alles okay. Wenn es per Barrierenwechsel sein Element ändert, das kannten wir schon. Das ist blöd. Okay, ich versuche nochmal mit den Ärmchen. So, die Ärmchen sind der Trick. Aeris. So, wenn er in der Barriere ist, gucken die Ärmchen raus. Wenn die Ärmchen rausgucken. Nein! Wenn die Ärmchen rausgucken, muss ich auf jeden Fall erstmal Vitra auf
geklaut. Und, ah, shit, noch mehr Magie hat sie nicht. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. Jetzt habe ich keine Magiepunkte mehr dafür, das ist auch doof. Aber Limit Break, das ist gut. Heilender Wind. Einfach mal kurz die Gruppe heilen. Perfekt. Und Cloud ist im Limit Break. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Das passt jetzt. Ach nee. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich noch durch die Barriere durchkomme. Aber das macht auch nichts. Wir haben zwei ATB-Balken. Wir können einmal Blitz auf den rechten Arm feuern. Gegenstand ruhig schon mal den Äther auf Arrow. Und ja, weg da. Nicht Höllenhaus, wir wollen den Arm angreifen. Nein, 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 nein. Ach, Damage noch ein. Okay, es ist wieder Eris Time. Eris macht das. Mit Eis auf Höllenhaus. Ein unglaublicher Spezial. So, jetzt nochmal. Nee, Eis auf den rechten Arm. So, jetzt können wir wechseln. Ah, nur reduziert. Jetzt versuchen wir es nochmal mit Feuer. Der zieht schon wieder. Das gibt's doch nicht. Immer wieder dieses Reinsaugen. Für Magie haben wir gerade nicht. Das heißt... Achso, wir haben auch keine... Nee. Jetzt ist er wieder da oben. Aber das ist okay. Moment. Einmal Eis auf das Höllenhaus. Zieh dich zurück. Okay, er hat leider gerade nichts offen. Ach shit. Ich glaube, Eis hat ihn gerade ein bisschen geheilt. Das war doof. Ah, was meinst du denn hier? Schnell weg. Und Magie, Blitz, Höllenhaus. Shit, das hat geheilt. Das ist Mist. Ah, blau ist... Ja, blau ist Elektro. Gut zu wissen. So, jetzt ist Blitz dran. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle vermutlich Aero. Ha! Schwäche gefunden. Einmal kurz Magie. Vita auf Cloud. Cloud ist jetzt gerade im Limit Break. Und das ist perfekt, weil er ist nämlich gerade im Höllenzustand. Ich hab's jetzt erst begriffen. Nice. Und anscheinend hat's gezwiebelt. Mist. Schön wär's gewesen. So. Jetzt müssen wir wieder... Was wird das denn jetzt? Es fliegt ein Wurf mit Bomben. Drei? Kein Moment, das hat doch gerade eben irgendwie runtergezählt. Zwei... Oh, wir brauchen mal ganz schnell auf Eris ein Aether. So, Eris. Ach, damit. So, Eris bitte einmal Magie Vitra auf... Ja, auf dich. So, Cloud hat nämlich die Möglichkeit, sich nochmal selber einen Halt, einen Supertrank zu drücken. So, und ich würde jetzt meinen... Upsa! Wo kommt denn der jetzt her? So, jetzt hat er wieder seine Ekelform. Heftiger Schlag für Team Cloud und Aris.
So, jetzt haben wir hier Eis. Das heißt, wir müssen. Jetzt ist er gerade auf Eis. Das heißt, wir müssen mit Feuer angreifen. Wir haben gar keine Magiepunkte für Feuer. Bums. So. Wie sieht bei dir aus? Du hast. Kein, aber du kannst noch sicherlich. Eris kann nochmal eben einen Limit Break pulvern. Und wir haben es hier gerade im Schock. Aua. Das war nicht so geil. So, die Ernte sind nämlich ziemlich Wurst. Mit wie viel Schaden die haben. Wichtig ist. Au, jetzt bin ich reingelaufen. Wichtig ist nämlich eigentlich bei diesem Kampf nur, dass ich den einmal treffe. Widerstand ist zwecklos. Die Tür ist ins Schloss gefallen. Moment. Einmal auf Eris wechseln. Grün, der ist jetzt. Ach komm, wir machen einmal Gebet. Ein unglaublicher Spezialangriff vom Höllenau! So, jetzt haben wir nämlich hier die Möglichkeit, er ist auf Blitz. Das ist gut. Mit Blitz können wir Magie, Ero wählen. Mit Ero geht er in den Schock. Der Limit Break ist offen. Einmal auf den Höllendude. Und besiegt. So, sweet! Wir sind voll durch. Ey, wer ist das? Da seid ihr ja. Ich hab euch schon gesucht. Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen. Gut gemacht. Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei. Lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? Überlege ich mir noch. So große Turniere wie das von heute sind selten. Aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. Super, freut mich sehr. Ich komme drauf zurück. Aber jetzt muss ich erstmal. Oh, sweet. Yay, Konfetti. Vorher wusstet ihr, dass ich Konfetti mag. Ihr seid klasse. Oh, yay. Danke, Fans. Danke, danke, danke. So, wir müssen weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen hier. Und zwar müssen wir jetzt erstmal wieder zu Miss M zurück. Denn die hat ein wundervolles Kleid für Eris parat. Das wollen wir natürlich abholen. Immerhin ist sie dank uns eine Millegill reicher geworden. Ich hätte auch gern die Mille. Hi. Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. Im Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Packst wohl gerne fest an, was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Eris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht.
Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Wallmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Soll ich mal Eris umkleiden? Ja, warum nicht? Ich meine, jetzt haben wir schon das Achievement, dann sollten wir das auch mal machen. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen, was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Bis zum Wallmarkt hast du es zwar geschafft, aber so richtig amüsiert hast du dich hier anscheinend noch nicht, hm? Kein Bedarf. Du bist doch sonst auch nicht verlegen, wenn es um Körpereinsatz geht. Wäre doch schade, die Leute auf dem Wallmarkt um die verlässlichen Dienste des Alleskönners zu bringen. Oder etwa nicht? Momentan kann ich dir diese Aufträge vermitteln. Ich hab dir dein Händchen so schön massiert. Jetzt kannst du ganz doll anpacken, bis du Schwielen dran hast. Yay. Also dann, folge mir bitte, Eris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow. Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Na gut. Aber das finde ich super. Das heißt, wir können uns hier richtig austoben. Endlich mal, würde ich sagen. So, wir haben jetzt einige Punkte, die wir abklappern können. Hier drüben, wenn sich zwei streiten. Hier unten, brennende Schenkel. Mensch, das klingt alles schon so richtig lecker und verlockend. Das Ganze sehen wir uns auch gleich an. Aber jetzt mache ich erstmal eine Pause. Und dann geht es irgendwann weiter. Bis gleich. Oder bald. Oder wie auch immer.